Der letzte Pokal, der nennt sich ja Profi-Pokal. Haben wir den Trick-Pokal noch freigeschaltet, also als wir das abgeschlossen haben. Und heute geht's erst richtig zur Sache. Misst dich mit Teams aus Allroundern mit allgemein guten Werten. Ja, sicherlich Mario hier zu sehen und noch ein paar andere. Ich stell mal hier was zusammen. So, ich habe mir mal hier ein Team zusammengestellt hier. Und werde jetzt mal schauen, ob ich es hier mit diesem Team gegen Team Profi aufnehmen kann. Bin ich gespannt hier. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß. Super Mushrooms, lol. Raiders, Crowns. Okay, jetzt kommen die ultimativen hier. Pokalturniere. Hier wird auch nichts irgendwie geschrieben, dass es jetzt hier so ein Profi-Turnier ist. Ist auch ein bisschen komisch. Wisst ihr, wenn diese Dings, diese Kugel hier oder sonst irgendwas, ja, so ein bisschen so anders designt wäre, wisst ihr? Oder alles hier ein bisschen so anders hier wäre, das wäre doch richtig geil. Das habe ich gar nicht geguckt, wer da am Anfang irgendwie so ein bisschen so ausgerüstet ist. Erstes Match hier sollte ja das leichteste ja immer sein. Aber mal gucken. Vielleicht ist ja dieses Profi-Turnierspiel hier etwas, ja, für Profis, wer weiß. Oh, schon angekleidet hier. Sie haben mir gesagt, Allrounder. Das würde mich schon wundern, wie die hier, also was sie da so ein bisschen so nutzen hier gerade. Oh, wow. Okay, der erste Passe, okay. Mario vorne. Boah, das ist schlecht gewesen. Hätte man besser hier lösen können, hätte man besser lösen können hier. Ja. Ja. Muss mich hier noch ein bisschen leicht einspielen, bin noch nicht so ganz warm hier. Aber Schuss hier! Ja. Klappt eigentlich gut zum direkten Schuss hier. Wenn man hier nicht angegriffen wird, dann klappt das ja schon. So. Wisst ihr, der Witz ist halt bei dieser ganzen Sache. Oh. Der Witz ist. Oh. Diese Ausrüstung ist wahrscheinlich sicherlich nice. Wenn man weiß, wie man sie ausrüsten sollte. Yes, der war super. Weil es kann auch sein, dass man vielleicht einen Charakter verskillt. Das ist, was ich da meine, dass man vielleicht irgendwas wegnimmt, was vielleicht bei dem Charakter vielleicht noch gut gewesen wäre. Wenn der da noch aufgestanden wäre. So. Die sehen so krass aus hier. Das sind voll die krassen hier. Toad da hinten. Mario da oben. Ma! Das tritt dem Affen hier. In den Hintern. Und Yoshi. Perfekt. Okay, erstes Spiel sieht nach einem Win aus, aber ich sage jetzt mal noch nichts. Wie schon gesagt, wenn hier Leute solche eine Rüstung anhaben, heißt es noch lange nichts, weil ich spiele hier ohne Rüstung. Ist ja auch eigentlich so eine Art Challenge schon fast hier. Obwohl ich eigentlich schon über 2000 Münzen zusammengespart habe. Aber wie schon gesagt, ich habe keinen Schimmer, wenn ich da ausrüste. Oder wie schon gesagt, ich meine, man muss ja nicht mal einen komplett ausrüsten, wisst ihr? Also nur halb, vielleicht nur ein paar Werte vielleicht auch verändern. Wow! Alter, habt ihr es gesehen, wie der den Dings abgeschlachtet hat? Oh, hat's mich auch erstört. Wow, okay, böse Peach. Böse Peach, böse Peach. Hey, Schlägerei da hinten. Schlägerei, Schlägerei, Schlägerei. Halleluja, wo ist der Ball? Da oben. Jetzt könnten wir losflitzen dann, hey. Und von da hinten, bam. Wow, das war ein doofes Manöver, würde ich mal sagen, aber ist egal. Wir schaffen. Oh, fies. Fies, oh mein Gott, der Trickster hier. Okay, Achtung, Achtung. Wir sind wieder am Ball, wir sind wieder am Ball. Die haben die Dings. Ich gehe lieber. Oh, Mist, ist das mich erwischt. Da müssen wir aufpassen, Leute. Ja, sie wollen natürlich hier. Ja. Nein. Ja, erst zu spät für das Team. Wir sind wieder am Ball. Boah, das wären schöne Treffer gewesen, aber jetzt
5:0. Also man spürt schon ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, aber ich meistere das hier eigentlich ganz locker. Aber ich sage eben noch nichts, weil wir wissen ja noch nicht so recht. Wow. Hey, wie sie einfach so ein bisschen so dribbelt hier. Oh oh. Ich bin da vorne. Oh, Alter. Hey, sie lässt da. Wisst ihr, es heißt noch lange nichts, wenn man ein bisschen in Führung ist. So, wir kommen. Oh, Wario, super. Ja. Okay, sie guckt da gerade gerne zu anscheinend. Und das gibt es 7:0. Cool. Let's go! Ja, sag mal jetzt was mit einem anderen Team hier jetzt mal zu spielen. Ich habe eigentlich Wario nicht so oft. Boah, bei dem Ending Characters sind die Haare gebrannt oder so. Ich weiß nicht, sieht man das hier noch in der Zeitlupe? Da hinten, seht ihr da oben? Okay, ich glaube, war das Peach oder so? Ich glaube, das ist Peach gewesen. Er hat sich hier richtig hier die Haare verbrannt. Oh. Okay, jetzt möchte sie sich hier rächen hier. Nein. Das könnte es sein. Nein! Was ist mit dem Tor passiert? Schätzt sie noch 2 Minuten am Spielen? Das ist die Rache, nachdem sie die Haare da verbrannt hat. Das müssen wir aufpassen hier. So. Ja, das wäre jetzt noch krass gewesen hier, aber. Oh ja, das hat nicht geklappt, obwohl Yoshi eigentlich. Oh, habe ich mir da geholt. Bam. Oh, 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 oh. Ist der Ball? Nein! Schön, schön. Schön, 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 schön. So. Und das gibt definitiv. Ja. Ist krass, trotz dass die Ratchet noch auf mich gekommen ist. Hat mich das Spiel durchgelassen. Bam! Wow. 9:1 bei einem Profispiel. Also Profi-Pokal oder allgemein 19 Sekunden. Okay, ja gut, wie schon gesagt, ich will nicht wissen, wie das letzte Match dann nachher läuft. Die Spiele ohne Ausrüstung hier, das ist ja auch noch speziell. So. Okay, ist ein bisschen weit hergeholt gewesen. Nein! Ich wollte eigentlich so reinsliden, also rein tacklen in den Ball. Also in den Striker-Ball da. Striker-Kugel. Okay. Erstes Spiel problemlos gewonnen, würde ich mal sagen. 9:1, das ist richtig krass. Und wie schon gesagt, Schwierigkeitsgrad lässt sich hier nicht einstellen, weil. Ibims der Baum. Nein, Scherz, es ist einfach so, dass hier der Schwierigkeitsgrad leicht ansteigt. Erstes Spiel immer leicht, zweites Spiel mittel und drittes Spiel wirklich. Ja, herausfordern. So, okay, Leute. Wow, wow, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Was ist denn das für ein Kung-Fu-Move gewesen? Okay, das war jetzt Fail. Das war gerade ein ziemlich Fail-Pass gewesen. Ja, oh. Oh, ich sehe gerade den Ball nicht. Da ist er. Nein. Wow, okay, okay, okay. Die spielen jetzt ganz, ganz, ganz locker. Ganz anders als das andere Team. Ja, einfach so ganz gechillt hier, ein bisschen durch, ja. Okay, einer liegt am Boden hier, Mario. Oh, Mario liegt auch am Boden. Ah, ich konnte ihn nicht anrempeln. So, wow, oh mein Gott. Das sind krasse Trickser hier. Trickser, Trickser, Trickser. Wer möchte eine Bananenschale hier? Wer möchte eine Bananenschale? Möchte so eine hier? Oh, heftiger Schuss hier gewesen, ja, so. Oh. Das Tackling hier. Oh. Oh. Ich glaub's. Nein. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Irgendwie ist mir der linke Control-Stick ein bisschen rutschig gerade. Ich weiß nicht warum. Okay. Okay, okay. Noch 3 Minuten. Oh, Striker-Kugel. Glück gehabt hier, Glück gehabt hier. Und. Ja, niemand kommt mir dazwischen. Ah, 50-50 würde ich mal sagen. Rot und blau. Obwohl ich es eigentlich mehr für grün empfinde, obwohl es schon blau ist. Aber ja, verschwindet. Komm.
Nein, er hat's gehalten. Das gibt's doch nicht hier. Hab ich da hinten irgendwelche Rufe gehört oder so? Wow! Sagenhafter schöner Schuss gewesen. Ja, bis ein bisschen zu schwer. Es ist irgendwie, glaube ich, das schwere Set hier, wo der, glaube ich, trägt. Ich weiß es gerade nicht, das ist so ein Misches. Wow, schön in die Ecke nach oben. Kennt die Sets hier noch nicht auswendig. Oh, so. Okay. Na, war der steht da oben vorbei. Haben wir gleich den Ball weggenommen? Nein. Bomben. Oh, okay, heftig, heftig. Jetzt geht's richtig hier zur Sache. 1:1 steht's, Leute. Das könnte schon fast das letzte Spiel hier sein. Ziemlich spannend. Aber wir haben noch nicht das letzte Spiel hier am Start. Oh, schade, das wäre auch schön gewesen. Hey, was machen die da oben? Ja. Okay, mein T-Shirt ist hier mit Yoshi. Nein, nicht ganz. Das wäre schön gewesen. Oh! Nein, das ist nicht gut gewesen. Oh, krass ausgewichen. Uff, jetzt müssen wir aufpassen. Die haben Striker. Striker Ball, Striker Ball. Ich bleib lieber ein bisschen da hinten. Ja. Der war fies, ne? Der war fies. Und der war wunderschön, oder? Das war doch ein richtig wunderschönes Tor gewesen. Schön ausgetrickst. Das war wirklich richtig nice. Oh mein Gott, ey. Ja, schöner Direktschuss hier gewesen. Hier auch noch hier. Bam! Replay ist schon nice hier. So. Oh, oh. Jetzt sind sie sicherlich wütend hier. Oh, oh mein Gott. Das war's jetzt gewesen. Oh, oh, ich sag lieber nichts hier. Boah, Alter, wie die tricksen, die könnten so krass abgehen, hey. Wobei ich weiß, ich habe schon mal übrigens mit dem Schwierigkeitsgrad. Oh, Moment. Jetzt. Oh, shit. Stopp den. Jawohl. Jawohl, der liegt da hinten am Boden. Ich habe schon mit dem Schwierigkeitsgrad hart gespielt und es war wirklich auch heftig. Oh. Glück. Oh mein Gott, das war so ein Luck jetzt gerade. Hey. Die Rachel geht durch Mario hindurch, aber... Der Hyperschuss ist schon ausgeführt. Okay, jetzt kann ich ein bisschen aufwarten. Aber wie schon gesagt, sie können natürlich mit einem Hyperschuss ja, alles wieder ausgleichen. Das Interessante ist irgendwie, dass ich das Ganze hier mit... Oh, ich sag lieber nichts gerade. Mit... Ah! Nicht ganz nach vorne. Boah, der Torwart kommt ja mega weit raus. Das gesehen, hey. Das war der... Oh, Kugel. Kugel, Kugel. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass es kein Tor gibt, hey. Ja, weißt du, manchmal, wenn man die Kugel holt, dann ist das natürlich auch eine Gefahr. Ja. Nein. Okay. Ja. Ich hätte eigentlich noch eine Bananenschale hier gehabt. Wow. Jetzt läuft es richtig hier mit den Hyperstrikes hier. Also ich muss sagen, das Spiel könnte schon fast so ein bisschen auch ein finales Spiel sein. Computerspiel sehr, sehr gut hier. Aber Dreamo kommt mit dem perfekten Hyperschuss. Okay, krass. So. Mhm. Let's go, let's go. Okay. Mario am Fighten hier. Okay. So, wer will hier noch ein bisschen was hier machen, ne? Möchtet ihr? Oh, die Hyperkugel hier. Okay, wie habt ihr das hier bekommen? Oh. Ah, ich hoffe, ihr macht jetzt kein Tor hier noch. Was wäre es denn noch, ja? Ich glaube es nicht. 6:1 gewonnen. Nice. Also es hat ein paar schöne Tore hier darunter gehabt, ne? Also ich glaube, die Kombination hier mit dem Team ist sehr gut. Boah, das wäre ein schönes Tor gewesen hier mit Yoshi. Okay. Wir kommen zum Grand Final hier. Was ist, wenn ich gegen Leute spiele, die gar keine Herzen mehr nachher haben? Fliegen die dann nachher irgendwie raus? Weil mein Teammitglied hier, also Team nicht, aber hier Feind da unten, also Gegenspieler, der hat ja nur, dem fehlt dir noch ein Herz.
Na gut, ist egal. Das ist jetzt das finale Battle, Leute. Das Finale, drittes Spiel. Und das wird das härteste Spiel überhaupt wahrscheinlich hier sein. Und dann werden wir sehen, was hier noch passieren wird. Wahrscheinlich kommen die Credits. So. Peach, Rosalina, Donkey Kong und Waluigi, oder? Nein, ich habe es nicht ganz gesehen. Wow, oh. LOL! Okay, jetzt habe ich ein bisschen geträumt am Anfang. In 3 Sekunden ein Tor. Ja, das war ein schöner, perfekter Boden. Pass und direkt ins Tor. Peach hat das Tor geschossen. Glückwunsch. Ich frage mich, wie sie geskillt ist. Okay, ihr macht es spannend hier. Ja gut, wisst ihr, das kann ich hier auch. Ich kann hier einfach hier noch einen Pass geben und werde gleich gefault. Und gibt noch ab. Oh mein Gott. Achtung, jetzt haben wir ein bisschen Probleme hier. Ich mag das nicht so, wenn wir hier das erste Tor hier kassiert bekommen. Okay. So, darf man hier so weit... Gut, manchmal klappt es ja schon mit dem Weitschüssen. Donkey hier. Okay. Jetzt Mario ganz alleine hier. Und er müsste nicht rein. Mist, Mario, du enttäuschst mich. Was ist los, Mario? Ja. Da oben jetzt hier. Ah, der auch nicht hier. Okay. Bomben wir. Achtung, Peach kommt. Okay, sie hat nichts gemacht. Gut, oh. Da oben. Ah, ich wollte nach oben passen. Hat nicht ganz geklappt. Oh, Mario ist auch. Wir müssen. Ja, das ist sehr gut gewesen. Ah, ich wollte noch passen, aber es hat nicht geklappt. Nein! Hey, was ist das jetzt gewesen? Nein! Oh, nein. Okay, hier wird noch gekämpft. Schnell, wir haben noch die Dings hier. Wir hätten noch die Möglichkeit. Nein, wir hätten nicht die Möglichkeit. Wow, so ein schöner Schuss hier. Wir hätten die 2 Punkte gut gebrauchen können hier. Ja. Hey, Mario geht ab hier, ne? Mario da oben. Na, ah, wieso nicht? Wieso nicht, Mario? Oh, Peach könnte passen. Oh, stoppt sie. Die läuft hier wie eine Königin hier oder Prinzessin, ja, was sie auch heißt. Nein, und sie haben noch den Striker-Ball. Striker-Superschuss, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Uff, ja, so wird da nichts. Oder für so, Mario ist ja ganz alleine. Ah, ich wollte noch ein bisschen tricksen, aber das hat nicht geklappt. Schuss. Okay. Mario steht eigentlich oben frei, aber er trifft auch nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir verlieren hier nicht. Sag's nicht. Wir schaffen das. Peach. Oh, nein, Yoshi. Okay, der blitzt hier richtig ab hier. Oh, Peach. Oh nein. Stoppt sie! Halleluja, jetzt geht's richtig ab hier. Oh mein Gott, sie haben auch noch den Dingse bekommen. Okay. Shit, zu schwacher Schuss gewesen von Mario. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Noch 1 Minute, Leute, das wird schon spannend, ey. Ah, jetzt versucht. Nein, kein Nachschuss mehr. Oh. Nein! Oh, schönes Tor hier mit dem perfekten Schuss. Heieiei. Schade. Wie soll ich jetzt 2 Punkte hier noch aufholen? Wir brauchen die Items. Wir brauchen das Superglück hier gerade. Oh, so natürlich nicht. Boah, okay, so natürlich nicht. Strikerball, wir haben den Strikerball da vorne. Nein! Und wir haben ein Gegentor kassiert. Strikerkugel. Mist. Ja, das wäre zu schön gewesen. Okay, danke. Das war... Oh shit, ich habe falsch geguckt. Was habe ich für einen Blödsinn gemacht? Das war schlecht. Oh mein Gott. 3, wie soll ich das jetzt noch aufholen? Ne? Ich bin so krass, das war es jetzt noch gewesen. Nur ein bisschen so der Ausgleich, wisst ihr? Ah, Mist, ey. Die haben irgendwie aufs Mal, irgendwie aus dem Nichts... Haben sie richtig Gas gegeben? Nein. Nein. Boah. Die Kugel ist noch da. Hier, noch Mario. Hier. Ganz alleine da vorne, Yoshi.
Oh, perfekt sogar, aber die letzten 9 Sekunden, das reicht nicht für... Jetzt müsste ich noch in den letzten 9 Sekunden, müsste ich noch ein Tor machen. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Dann müsste ich am Anfang gleich reinrushen und gleich innerhalb von ein paar Sekunden. Wobei, der Timer, der läuft auch noch hier weiter, Mist. Okay. Ich hatte ja mal die Möglichkeit. Nochmal für so ein Dings. Boah. In 5 Sekunden ein Tor. Ja. Ja. Oh, das wär's gewesen. Stellt euch das mal vor. Ich bin mit einem perfekten Tackling reingerutscht. Mist. Wegen einem Punkt verloren am Schluss. Aber es geht noch weiter, Leute. Es geht noch weiter. Wir haben beide noch ein Leben. Es geht noch weiter. Das vierte Spiel. Zweites Finale. Soweit bin ich übrigens auch schon mal gekommen mit den, die, wo das ein Turbo-Set hatten. Und dann habe ich sie besiegt. So, Leute. Ja. Ich muss irgendwie gucken, dass... Oh, das Wario irgendwie an den Ball kommt. So. Yoshi zum Beispiel auch, ja. Von da unten. Oh, hat nicht ganz geklappt, ja. So. Wow, Alter, wieso? Das ist jetzt ein mieser Moment gewesen, ey. Der wollte einfach nicht rein. Dafür der. Cool. 24. Sekunde hier. So kann es weitergehen. Ich muss einfach schauen, dass die richtigen Leute hier gerade am Passen sind. Also am Schießen sind. So. Wow. Ja, das sind sie irgendwie erwischt. Ich habe auch keine... Muss ich wieder gucken, wo ich gerade bin. Team Tackling. Achtung, sie laden auf. Nein. Stopp den, stopp den, stopp den. Ja, was ist... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Ball? Ich habe gerade die leichte Übersicht. Ja. Boah, der wäre schön gewesen, ne? Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie wieder so schnell. Striker-Kugel. Nein. Oh, wir haben... Oh mein Gott. Ja. Das war richtig Glück hier. Und das auch. Und das auch, das auch, das auch. Ja, ich renne einfach nach vorne. Computer kommt nicht rein. Und ich komme mit 2 Punkten, die mich am besten weiter nach vorne bringen. Also am Schluss haben wir jetzt schon 3. Heieiei, spannendes Spiel hier. Aber guter Schwierigkeitsgrad. Ziemlich fördernd irgendwie. Stell dir vor, mit dem ersten Spiel schon so fighten. Das haben sie extra gemacht, dass man hier am besten so denkt, ja, es ist easy. Der Klassiker hier, ne? Oh, heftiger Move hier von Donkey. Ja, und noch nach unten und noch Schuss. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wegen meinen Items hier. Wow, sehr schön hier. Mhm. Ja. Oh, oh, der kommt mit einem Stern. Also war mit dem Stern. Oh. Alter, rammt hier alle weg hier. Gut, kann ich ja auch, kann ich ja auch, kann ich ja auch. Yoshi steht frei. Oh. Die Superkugel! Oh, nein, habt ihr das gesehen? Oh nein. Oh nein. Okay, das war super, das war super, das war super. Und so. Waluigi! Oh! Oh. Was für ein glanzvolles Tor war das denn gewesen? Ich habe noch nie gesehen, wie Waluigi so ein Kopftor geschossen hat. Wow. Zieht euch das mal rein. Zuerst so und dann. Bam! Richtige Kopfnuss hier. Das andere Team ist hier noch am Glänzen hier. Da müssen wir aufpassen. So. Wow. Okay, der war schade. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Wow. Was ist das hier gewesen? Fehlpass hier. Wow. Nein. Stopp den, stopp den, stopp den. Wow. Und noch eine Bombe hier. Wow. Schön zu Mario. Okay, der andere kommt mit dem Stern gerade. Nein, es hat mich trotzdem noch erwischt. Nein. Uff. Oh, der war schön. Ja. Krass ausgetrickst hier. 1 Minute noch im Spielen. Okay. Oh, oh, Strikerball.
Super. Super, 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 super. Ja. Mhm. Der war nicht gut, der erste, der zweite schon. Haben wir eine 50-50 Chance. Okay, also im Vergleich zum letzten Match läuft das jetzt schon ein bisschen besser, aber wie schon gesagt, wir haben noch eine Minute zu spielen, Leute. Wenn der jetzt reingeht, dann haben wir schon ein bisschen mehr Luck hier. Oder dann wird ein Glück hier zu gewinnen. Yes! Okay, jetzt sieht es richtig gut aus. Wenn dieser Zepo jetzt noch 5 Tore innerhalb von kurzer Zeit schießen würde, dann frisst sich echt ein bisschen. Ne? Noch eine Minute. Ja. Ja, Rosalina am Ausweichen. Ja, das war gut. Das war sehr gut, Mario. Boah, das wäre die Chance gewesen für Yoshi. Ah, oh, nicht hingekommen. Mario. Yes. Ah. Kein Direktschuss. Schön ausgewichen hier. Ja, das muss natürlich auch gelernt sein. Und schon wieder ausgewichen. Hey, wo ist der Ball? Wo ist der Ball hier? Oh, da oben. Nein! Noch 30 Sekunden. Ich glaube, das sieht gut aus für uns. Das sieht gut aus. Striker Ball da oben übrigens. Ja, ja, ja. Jetzt wollen sie einen Dings behaben, ne? Ballverlust. Nein. Achtung, Achtung. Das könnte noch böse werden. Oh, nach vorne. Nach unten. Hey, was? Ah, da unten Mario ist so Highspeed unterwegs. Oh, Yoshi. Wow. Wow, was für ein Fight hier am Schluss. Sollte mich auf den Arm nehmen. Letztes Spiel hier, Finale gewonnen. 6:1 hier. Das ist doch ein super Ergebnis, hey. Wow. Also, mit dem Team hat es relativ gut geklappt. Vielleicht klappt es natürlich noch mit einem anderen Team oder so. Es kommt auch ein bisschen, wie schon gesagt, auf die Spieler drauf an. Ihr habt gesehen, ich habe viele Direktschüsse auch gemacht. Direkt, also so Technik- oder Trickpässe hier gemacht. Und ja, es hat geklappt. Ja, obwohl sie hatten da ein bisschen mehr Ballbesitz. Yay! Den Profipokal hier auch noch. Oh, boah, das sieht so nice aus, ey. Tja, und Mario ist hier der Hero hier. Darf den mal hier halten. Next Level Games, Design, Game Director und so weiter und so fort. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wer von euch hat das Spiel auch durchgespielt? Das würde mich interessieren. Wer hat es hier auch bis ins Ende geschafft? Habt ihr es schwer gefunden oder leicht? Lasst es mich mal wissen. Also ich habe das Ganze ja ohne irgendein Set oder so geschafft. Also Ausrüstung. Man sieht übrigens hier am Schluss die ganzen Animationen hier. Der Ulti-Säger hat auch ein bisschen Slow-Motion, oder? Ja, Slow-Motion hier. Mega cool. Peach, wie sie den Ball hier zerquetscht hier. Boah. Also ich muss sagen, so gegen den Schluss, ich denke so seit diesen Leuten, wo so ein bisschen so das Turbo-Set da hatten, hat sich der Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen zugenommen und man muss wirklich aufpassen, ne? Also, ich habe das Gefühl, dass vielleicht einige vielleicht das gar nicht schaffen und einige wahrscheinlich schon. Und ich denke, diejenigen, die das natürlich schaffen hier, die werden sicherlich auch gerne in einem Club dann spielen oder öfters online spielen. Weil ich weiß ja auch nicht, wie das Matchmaking dann online geregelt ist. Man geht online spielen, spielt dann gegen... Ja, wie wird das geregelt? Wisst ihr, das meine ich einfach. Ich meine zum Beispiel das Vergleich Splatoon. Dort ist es ja so noch ein Level-System. Ja, das ist kein Level-System. Darum. Okay, gut, vielleicht ist es einfach so geregelt. Ja, gehst du online so standardmäßig, Standard-Spiele eigentlich wahrscheinlich. Waluigi hier. Also ich muss sagen, mein Fazit hier zu diesem Turniermodus ist noch cool gemacht. Aber im Vergleich zu Mario Tennis Aces um einiges kürzer. Im Vergleich zu Mario Golf Super Rush oder so heißt es, glaube ich. Auch um einiges kürzer. Also so was die Sportspiele angeht, eigentlich der kürzeste Modus von dieser Mario Sportserien, was es da eigentlich auch gibt. Naja. Bin gespannt, ob da später, also sie haben ja auch schon gesagt, dass hier DLCs und weiß nicht, was da kommen wird und so, was dann zukünftig noch geplant ist.
Ob nur irgendwelche Charaktere oder Arenen oder weiß nicht, was dazu kommt, wir wissen es nicht. Ich lasse mich überraschen. Also ich habe schon gemerkt, bei gewissen Situationen muss man mega in diesem Spiel auch auf die, wie soll ich sagen, Gegenspieler achten. Hey, da unten Special Thanks, Shigeru Miyamoto, the creator of Super Mario, Nintendo Next Level Games. Okay. Es ist nicht nur Next Level Games hinter dem Spiel hier gewesen, ne? Auch ein bisschen Nintendo. Glückwunsch, 400 Münzen! Super, ey. Der Profi-Pokal, findet ihr den nicht auch epische? Aber wieso ist das silbrig? Wow, normaler Modus abgeschlossen. Wie geil. Was, normaler Modus? Was, normaler Modus? Was? Ey, wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen? Kommt jetzt irgendwie ein stärkerer, ein schwerer Modus? Also zum Münzen hier fahren, 500 Münzen noch oben drauf? Krass. Normaler Modus? Oh mein Gott, es geht noch weiter. Galaktischer Modus verfügbar. Suche eine noch größere Herausforderung und spiele im galaktischen Modus um zusätzliche Belohnungen. Was, um zusätzliche Belohnungen? Mit Hilfe von X kannst du zwischen den Modi wechseln. Holy moly, jetzt kommen noch zusätzliche Sachen, oder was? Also jetzt bin ich hier. Ah, galaktischer Modus steht oben. Oh mein Gott, jetzt kämpft man sich hier nochmal durch. Oh mein Gott, die vielen Punkte, wo es da unten gibt. Punkte, die vielen Münzen. Versuch dich gegen absolute Experten für gefährliche Torschüsse. Miss dich mit Experten für hervorragendes Passspiel. Tritt gegen absolute Experten für hohes Tempo an. Tritt gegen absolute Experten für kraftvolles Spiel an. Hervorragende Technik, du kommst wieder Profi raus. Oh. Und da kann ich wieder switchen. Moment, jetzt habe ich mich da kurz bedrückt. So. Ja, das ist hier der normale Modus hier. Alles schön geschafft hier. Ja, klar, die sind jetzt da silbrig und werden sie sicherlich noch goldig. Man sieht es auch schon im Hintergrund. Ein bisschen, glaube ich, mit dem Licht, dass das so wie Gold aussieht. Am Schluss kommt dann auch noch Platin. Aber, boah, 1000 Münzen, hey. Boah, das muss ich mal probieren. Hey. Ob ich das schaffe, das ist die andere Frage, hey. Heftig. Ja, das ist jetzt richtig für Pros. Das ist jetzt hier eigentlich so ein bisschen so für Beginner gewesen. Oder für Casual-Spieler und das ist jetzt hier für Pros. Wow. Also das heißt, wenn es einem hier zu leicht war, kommt hier die ultimative Herausforderung. Das krass ist, man bekommt 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Münzen hier noch dazu, ey. Und stellt euch vor, vielleicht gibt es hier noch eine Abschlussbelohnung nochmals. Boah, da bin ich ja mal gespannt. Hey, vielen Dank fürs Zugucken. Und was sagt ihr so am besten dazu? Lasst es mich mal wissen in den Kommentaren.